immer mit tanzen, dann werde ich eigentlich glücklich, weil ich mag zu tanzen. Tanzen ist auch meine Hobby und ich liebe sehr tanzen. Wir haben ein großes Beethoven-Projekt gestartet im Beethoven-Jahr. Das nennt sich PRMTHS 2020. Die Konsonanten zu Prometheus, und wir haben verschiedene Schüler aus verschiedenen Schulformen zusammengebracht, die hier gemeinschaftlich ein großes Projekt zu Beethovens Prometheus auf die Bühne bringen. Also die Kinder haben sich echt grandios verändert. Wenn man die nicht vorher gekannt hat, dann sieht man das natürlich nicht. Aber ich kenne die und ich finde das so super. Da lohnt sich wirklich die ganze Arbeit. Dieses Dranbleiben, dieses Lernen, dieses immer wieder kommen, das bringt Ausdauer mit sich. Das Tanzen überhaupt in der Gruppe bringt Respekt. Die sind in sich gewachsen, die werden größer, die trauen sich mehr zu und die sind fokussierter. Also es fühlt sich eigentlich so an, als ob wir sehr lange schon miteinander arbeiten, weil wirklich wir haben uns von Anfang bis jetzt schon gut verstanden. Also ich wusste nicht, wie wir hier tanzen werden und so. Ich dachte, wir werden hier so wie Garde und so tanzen, aber halt ist was mit Beethoven und ja, also ist das was anderes. Die kulturelle Schulentwicklung ist ganz wichtig, weil es viele Schüler gibt, die gar keinen Zugang zur Bildung und zur Kultur haben. Und da wollen wir genau ansetzen. Und wir können dadurch tatsächlich Kindern eine Beschäftigung mit Kultur ermöglichen, die das vorher überhaupt nicht hätten. Wir waren im Staatstheater zum Beispiel, haben dort eine Fortbildung mitgemacht. Dann haben die auch Balletttänzer kennengelernt, persönlich, haben mit denen geübt und Dinge durchgespielt. Und dann waren wir abends in der Vorstellung von Prometheus. Und die Kinder, die ich halt mitgebracht habe, die hatten noch nie, waren die im Theater, noch nie abends in der Vorstellung. Die sind also überwältigt einfach. Am meisten macht mir Dance Monkey, also dieses Stück Finaltanz, Spaß. Heute Morgen habe ich die zweimal oder dreimal durchgegangen, ob ich die alle auswendig kann und so weiter. Am besten kann ich eigentlich das letzte Tanz. Das ist so wie mit einer Gruppe tanzen wir alle zusammen. Und was ich eigentlich gar nicht kann, ist das Ziehen. Also wir ziehen da in einer Stück so Menschen. Und da müssen wir halt so ziehen. Dann habe ich da ein bisschen Schwierigkeiten, aber es klappt schon. Ja.